Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Jotun. Und wie der letzten Folge angekündigt, vermute ich, dass wir hier jetzt in diesem... Was ist das denn, ein Prisma? Ich glaube ja. Nur noch die Endbosse vor uns haben, die wir besiegen müssen. Das heißt, tatsächlich hier links oben, den sollten wir schon besiegt haben. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass hier dieser Pfeil leuchtet und die anderen eben nicht. Deswegen möchte ich mal kurz hier runter gucken, um eventuell herauszufinden, was zu tun ist. Und es ist tatsächlich der große Pfeil hier oben leuchtet und ich vermute, dass es sich dabei um den Endboss-Level handelt. Und wir wissen ja, dass die Bosse hier nicht unbedingt einfach sind, deswegen... Toi, toi, toi. Irgendwie müssen wir das wuppen. Wir werden sehen, was passiert. Okay, kann ich jetzt hier einfach... Ah ja, weil ich beide Runen habe. Öffnet sich das Tor. In eine andere Welt. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Muffensausen. Fee, Niedervellir. Fee, rund Rikidames, Walz und Gütz. Rune des Reichtums, ah, okay. Na gut, wir speichern hier erst einmal zwischen. Frischen unsere Energien auf. So. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert gleich. Bin aber höchst gespannt. Ist ein bisschen unheimlich. Ah, Zwerge. Ja, da, da, da. Ja, klar laufen die wieder weg. Wir können aber ganz kurz... Ah ja, das ist die Karte. Also... Es gibt keine Karte. Oh! Ja, das. Ja. Okay, es ruft Zwerge. Die große Dame. Le Grand Dame. Madame. Oh Gott. Zwerge von allen Seiten, aber die Zwerge sind jetzt mal nicht so das Problem. Ich habe nur Angst, da kommen gleich bestimmt Bossmechaniken. Die mir Sorge bereiten sollten. Gut finde ich, dass ich die Zwerge durch den Schatten sehe. Okay, jetzt. Bis jetzt ist noch nicht so schwer. Einfach immer schön hinter der bleiben. Was? Ja, genau. Warte mal, ich habe doch hier so eine Fähigkeit. Okay, die hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Egal. Oh Gott! Haha, in der Zeit hau ich die gute Dame hier. Oh, die schmeißen jetzt ihre Hämmer. Okay, ich habe keinen Doppelgänger mehr, deswegen muss ich die jetzt mal umklopfen hier. Klopft die quasi aus der Erde raus, die Zwerge, ne? Ja, 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 ist ja gut, ich hab's begriffen. Ihr wollt Ärger, kriegt ihr Ärger. Okay, da ist der Schwierigkeitsgrad drin.
Okay, oh, was ist das denn? Muss mir ein bisschen mehr Schaden auf sie machen. Hab ein bisschen Angst. Ich glaube, wir haben eine Heilung. Hier mal ein bisschen Boost dazu geben. Okay, komm, gib mir nochmal richtig Schaden jetzt hier. Oh, zu viele Zwerge, viel zu viele Zwerge! Oh, oh Gott, Heilung! Oh Gott! Na komm, 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 komm! Du musst Schaden auf sie rausbringen. Oh nein, das ist unser Tod! Ja. Ah. Okay, ich muss mir meine Klone ein bisschen aufheben. Sollte aber machbar sein. Ja, aufstehen, gute Dame. Zeit für eine Pediküre hier. Einfach mal wieder richtig Schaden auf sie. Und dann versuche ich später, die Zwerge komplett zu ignorieren. Und wirklich nur durch die Explosion die Zwerge sterben zu lassen. So, einmal hier richtig schön. Alle mal wegmachen hier. So. Ich treffe sie nicht. Was ist denn da los? So, aber jetzt wieder. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, das war nicht gut. Nur eine Heilung rein. So, eigentlich will ich die Zwerge ja gar nicht kloppen, aber es geht wohl nicht anders. So, und wieder hinter sie. So, es sah gerade ein bisschen aus, als würde der große Zwerg sie angreifen. Huch, ich bin durch sie durchgerutscht. Warum auch immer. Okay. Suchen wir nochmal eine Heilung. So, die sollen mal den Doppelgänger kloppen jetzt. Wenn ich sie klopfe. Einen habe ich davon noch. Den werden wir auch das nächste Mal noch einsetzen. Jetzt aber hier den hier, ein bisschen Geschwindigkeit dazugeben. Jawoll! Hui! Ja, jetzt bist du nicht mehr so hübsch, ne? Du
Zurück. Sem kona og yngrasiskinnið og séuð grasi í skugga bróðum míns. Æviskeið mitt var markað löngun minni til að standa undir nafni mínu og gera föður minn stoltan af mér. Með hverjum mánuðinum sem ég eyddi á sjó að berjast í nafni Óðins sannaði ég mig aftur og aftur. Ég vann mér fljótt inn virðingu föður míns. Það lítur að hafa verið samband mitt við föður minn sem kveikti fyrsta neista öfundsíkinar hjá bróður mínum. Nokkrum árum setna tilkynnti faðir minn að við fráfall hans myndi ég taka við sem höfðingi þorpsins. Ég vildi óska þess að ég hefði áttað mig á því þá að þrátt fyrir að þorpið fagnaði var andúðin farin að krauma í hjarta bróður míns. Ist aber kein netter Bruder gewesen wohl. Ich denke, wir werden später mehr dazu hören. Und wir gehen jetzt zum nächsten Boss. Der letzte ging ja jetzt. Also die Dame war okay. Man muss natürlich ein bisschen sich seine Fähigkeiten einteilen. Gucken, dass man damit einigermaßen klarkommt. Aber war in Ordnung. Und jetzt geht es wohl in die Eiswelt zurück. Natürlich werden wir hier vorne auch wieder die Runen aktivieren. Schreiten erneut ein Portal zu einer anderen Welt. Zwar nach Isa, in Niflheim. Ís, Rún Frosts, Kyrðar og Krafts. Stille und Kraft, ja, es ist auch sehr still hier. Natürlich wird hier wieder gespeichert. So. Oh, das sind wieder die Wolfsspuren. Oder Bärenspuren? Ich weiß nicht, ich glaube es sind Wolfsspuren. Bin mir aber da ziemlich unsicher. Könnten auch Bärenspuren sein. Wer weiß. Muss das jetzt sein? Hallo? Ich wollte das nicht. Ganz ruhig weiter schlafen. Böser, böser Eisriese. Nein, nein. Guck in die andere Richtung. Andere Richtung. Danke. Okay, hinter ihm bleiben ist schon mal ganz gut. Netter, netter Eisriese. Netter Eisriese, habe ich gesagt. Ah! Okay. So. Ganz gemütlich machen wir das hier. Was? Was tut es denn jetzt? Jetzt schläft es einfach ein. Und ist voll auf mich draufgefallen. Finde ich aber nicht nett. Komm, hier machen wir mal mit Geschwindigkeit. Ein bisschen mehr Schaden hat er jetzt. Zack! Au! Das hat ordentlich wehgetan. Der stürmt hier rum wie ein Stier. Vielleicht brauche ich da ein bisschen Geschwindigkeit. Oh! Da ist er wieder einfach umgefallen. Finde ich aber ganz okay. Das ist nämlich die Zeit, wo ich gut Schaden an ihm machen kann.
Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass er gleich seinen Eisatem wieder macht. Oh, genau das. Aber irgendwie hat er uns nicht getroffen, zum Glück. Haha, so weit konntest du da nicht laufen, hä? War jetzt ein bisschen ein Problem, glaube ich, für ihn. Dass wir hier in der Ecke standen. Jetzt fällt er bestimmt gleich wieder um. Hey, guck nicht immer in meine Richtung. Ich möchte das nicht. Okay. Treffe ich nicht jetzt. Ja, das hat dir wehgetan, ne? Oh, jetzt hat er hier alles an Schnee tauen lassen. Ich komme hier. Oh Gott. Okay, ist es jetzt hier rutschig geworden? Oh Gott. Ah! Schnell, 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 schnell. Oh, rutschig ist fies. Ah, ich kann zwischen seinen Beinen durch. Das ist natürlich sehr gut. Komm, 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 komm. Tu es! Tu es! Oh Gott. Ich kann ihm halt jetzt echt schwer Schaden machen, weil ich die ganze Zeit hier hin und her rutsche. Leg dich doch nochmal schlafen, Großer. Ah! Oh, nein, 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 nein! Oh Gott, das schaffe ich nicht. Ich hab. Oh Gott. Ich glaube, ich muss ihm vielleicht zur Eisstachel zukommen lassen. Kann das sein? Hilft mir das? Ja, das macht ihm Schaden. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich gehe nicht mehr in den Nahkampf. Oh Gott! Nein, ich bin tot. Okay, komm, mein Freund. So. Anfangs habe ich gut die Möglichkeit, ihm Schaden zu machen. Das sollte ich vielleicht nutzen. Der hat ihm ordentlich zugesetzt, das finde ich gut. Oh Gott. Hallo? Da hat sie jetzt aber ewig gebraucht zum Zuschlagen. Ah, jetzt rennt er zu weit weg. Ärgerlich. Aua. Okay, wir sind schneller. Oh, was wir sind auf den Knopf gekommen. Schneller in der Phase jetzt. Der wir ja zum Glück schon wissen, was wir tun müssen. Oh nein! Oh nein! Oh Gott, jetzt bin ich unterkühlt. Jetzt bin ich extrem langsam. Was es nicht unbedingt leichter macht. Ach, verdammt. Oh! Also hier über das Eis laufen ist echt nicht einfach. Oh nein! Oh Gott. Alter Schwede! Oh Gott. Nicht so weit laufen, Mensch! Und wieso muss das Bild so wackeln? Das macht's auch nicht unbedingt leichter. Ja, 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 ja.
Komm, und jetzt gib ihm. Zack. Und gleich noch ein. Komm. Den schaffen wir schon. Jawohl. Okay, 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 okay. Wir haben zwar Leben dabei verloren, aber haben ihm ordentlich einen mitgegeben. Ach du Schande. Jetzt fängt er gleich wieder an zu pusten und pusten. Nein, tut er nicht. Er überrennt mich einfach. Verdammt. Boah. Aber ich würde sagen, wir versuchen das weiter in der nächsten Folge und da besiegen wir ihn bestimmt, hoffe ich, vielleicht. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.